Yo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit einem Road to Knife Unboxing. Und zwar ist es Episode 12. Eigentlich schon ziemlich traurig, wie lange es dauert, bis ich mal ein Knife ziehe. Aber es ist ja... Beziehungsweise die Prozente sind ja jetzt schon öffentlich. Die Wahrscheinlichkeit, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man Knife zieht und Redskins und so weiter und so fort. Und die Wahrscheinlichkeit auf ein Knife oder auf Gloves liegt bei 0,2%, sprich in jeder 400. Kiste ist ein Knife drinnen. Somit kann die... Nein, jetzt fällt es mir nicht ein. Somit kann halt dieses Videoformat, so hieß es, etwas länger dauern. Was ich aber nicht hoffe, weil sonst ist das ja GG. Gut, heute habe ich hier 10 Spectrum 2 Kisten, weil es jemand sich gewünscht hatte. Gewünscht? Egal. Auf jeden Fall, ich bin sowieso hyped auf Spectrum 2. Und zwar, weil ich seit dem Release schon die vierte Kiste gedroppt bekommen habe. Sprich, ich habe mir jetzt nur 6 Kisten kaufen müssen. Was eigentlich schon mal ziemlich nice ist. Und die Skins sind, ich will die AK, ich feiere die AK so hart. Die P250 finde ich eigentlich auch nice. Überhaupt mit diesem Wortspiel, see you later, dann hast du einen Alligator drauf, das ist, ey, kann man schon. Es ist ja göttlichst. Die PP Bison habe ich beim letzten Mal schon gezogen, aber leider in World One, also abgenutzt war, ja, Condition. Also ist nicht so nice. Ich hebe mir manchmal die erste auf. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Redskin liegt bei 2%, mal so by the way. Die Glock 18 ist es. Die FN sieht aber sogar noch einiges wert. Oder im Battle Game. Ich weiß jetzt nicht gerade, welche Condition die mehr gehypt ist. Weil bei Battle Game hast du ja hier dann den Totenkopf. Aber ich keine Ahnung. Auf jeden Fall viel testet ist. Ja. Viel testet halt. Und sorry, wenn ich immer nach rechts gucke, aber hier ist halt meine Facecam, was ich halt so sehe. Und ich check's halt nicht, dass ich immer die Cam schaue, sondern immer auf den Monitor und ja. Egal. So, ich rubbel mal die AK. Ich will die AK. Also Knife würde ich auch nehmen. Dann würde das... ich meine, nee, die AK, die wäre schon mega sick. Und es ist die Visum geht vorbei. Noch eine Glock. Ich muss gleich mal gucken, was die so... was wo der Preis da liegt. Viel testet, viel testet. Weil es interessiert mich jetzt gerade. Die mehr als ein Keys oder weniger. Es ist 1,27. Wobei, ich will ja gerne... Ja, die Kiste kostet ja selber jetzt glaube ich auch noch 1,60 €. Ich habe sie mir vor 5 Minuten gekauft, aber keinen Plan mehr, was die kostet. Und es ist eine SK20 Jungle Slipstream. Slipstream ist auch so ein cringy Name. Und das ist auch so ein cringy Skin. Dann rubbeln wir nochmal die AK. Aber die P250 würde ich auch taken. Bei dieser Autosniper weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Sie sieht zwar nice aus, aber das ist für mich kein Skin. Also. Ja, das ist wie der Standard. Gut, die ersten 4 Kisten waren mal nothing. Geht sich aus. Ja, dann rubbeln wir halt mal das Knife. Vielleicht ist halt der Knife Day. Oder auch nicht. Aber ich find's witzig, dass Beaver Nator halt da auch nicht viel geunboxed hat. Ich weiß ja nicht mehr, was sie gezogen hat, aber ich glaube auch nur ein Pink Skin oder so war dabei. Lol. Ihr könnt vielleicht sogar noch was wert sein. Die Wahrscheinlichkeit auf den Stat-Track-Skin liegt bei 10%. Viel testet. Auch gleich mal gucken. Und dadurch wäre die Wahrscheinlichkeit auf den Stat-Track-Knife dann bei 0,02%. 5,70 €. Wie es geht. Das ist akzeptabel.
Aber da kann noch mehr drin sein. Ey, ich meine, die AK in Step FN, das wäre ja immer das krasseste, glaube ich, was man so ziehen kann. Ich meine, ja, jetzt ein Sapphire oder so würde ich jetzt auch taken, aber... schon wieder ein Stat-Track-Skin. Ja, die wird nicht so viel wert sein. Auch spielt selten wir. Bei letztens habe ich kurz damit gespielt, gleich mal einen 3K gemacht. Aber sonst... Hey, was ist das? Ich war so top motiviert vor der Aufnahme. Die Motivation senkt sich gewaltig. Und dann wären wir auch schon wieder bei der letzten Kiste. Ich rubbel einfach mal die komplette Line da unten. Ich weiß nicht, was ich von der M4 halten soll. Einerseits erinnert sie mich irgendwie an einen Skin, der was vorhanden ist, an irgendeine AK. Ja, mir fällt der Name gerade. Da war sie gerade. Ja gut. Das, aber irgendwie, keine Ahnung, die M4 würde ich gerne mal ziehen oder einfach nur in-game sehen. Aber ich will sie mir jetzt nicht extra kaufen für sowas. Ja gut, so also war ja jetzt nicht so krass. Aber wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit auf ein Knife liegt bei 0,2%. Das heißt, bei Episode 40 sollte dann das Knife da sein. Ja, na gut. Über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen. Schreibt mir in die Kommentare, welche Kiste ich beim nächsten Mal aufhebeln soll. Aber ich glaube, ich werde wieder das Spectrum 2 machen, weil ich hype die Kiste einfach so mega und ich finde die AK einfach übelst krass. Und ansonsten lasst mir ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Dann sage ich euch ciao und bis zum nächsten Mal. Euer Alex. Was war das für ein Move, ey? So, piu, piu.